So, die Zutaten für diese leckeren Kekse, natürlich Dinkelmehl. Bei Hildegard von Bingen wird alles mit Dinkel gemacht. Butter verwenden wir. Etwas Nelke, doppelt so viel Zimt und doppelt so viel als Nelke auch Muskat gerieben. Dann nehmen wir Rohrohrzucker, 2 Eier, etwas Salz und ganz viel geriebene Mandeln dazu. So, wir backen jetzt zusammen die Energiekekse nach Hildegard von Bingen. Zünden wir die Butter, weiche Butter. Und geben die ganzen Zutaten hinzu. Die Nelken, das Nelkenpulver, den Zimt, Muskat, den Rohrohrzucker, ein wenig Meersalz, 2 Eier, die Mandeln und kneten das Ganze schon mal durch. Geben wir das Mehl hinzu. Falls der Teig zu trocken ist, könnte man eventuell noch etwas Wasser dazugeben. So, wenn wir den Teig zu einer Masse zusammengeknetet haben, stellen wir ihn für ca. eine Stunde in die Kühlung. Nach einer Stunde holen wir den Teig aus der Kühlung und rollen ihn aus. Dann geben wir noch etwas Dinkelmehl auf die Arbeitsfläche und verteilen das ein wenig. So, dann nehmen wir uns den Teig, rollen ihn auf ca. 3 mm Stärke aus. Ich rolle leicht ein Mehl. Ich schneide das jetzt gerade, damit ich das besser ausstechen kann. Ich benutze so eine Keksform dafür, kann auch jeder andere verwendet werden. So. Stechen wir uns hier die Kekse aus. So, die Kekse haben wir nach 20 Minuten bei 160 Grad Umluft aus dem Ofen genommen und ein wenig auskühlen lassen. So, jetzt haben wir diesen leckeren Energie- und Nervenkeks nach Hildegard von Bingen. Die duften schon hervorragend. Da ist ja nur auch Muskat drin, wie wir das alles gesehen hatten, und Nelke. Und das ist ein Stück Medizin. Deswegen sollte man da 3 bis 5 Stück am Tag höchstens essen. Am besten auch abends. Und das nimmt auch diese Übersäuerung, die oft über den Tag sich ansammelt, etwas weg. Guten Appetit. Und viel Spaß beim Nachbacken. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de